I need that one dance. Got that Hennessy in my hand. Skiske, skiske, skiske. Game dem Jots in back. Aber ohne Strecki 89. Wir fahren Level Asian. Ihr habt lange darauf gewartet, dass GTA erscheint. Und hier ist es. Hier ist es. Endlich wieder GTA. Endlich wieder rein. Ich hab ihn. Dieser Hass. Oder? Ich hab ihn. Das ist er. Nice. Ehrenmann. Ich bin eins Ehrenmann. Allein jeder Wigger. Hä? Wo fahrt ihr wieder lang, Leute? GTA Level. Level Asian. Level Asian. Ihr denkt, GTA Parcours mit Hass pur. Digga, ich scheiß so grad rein. Ja, ich feier das. Wow. Immer wenn wir aufnehmen. Wow. Oh. Und sonst so, Leute, was ist in der Welt passiert? Hab gehört, Donald Trump ist irgendwie Bürgermeister Donald geworden. Donald Trumps. Bürgermeister von von Amerika her. Alter. Ja. Oh, so. Mois. Was geht ab, Mois? Gib dem Jan! Also ich muss sagen, make ich bin YouTube wieder richtig... Great again. Make YouTube great again, Game DMJ is back. Paradedisziplin GTA. Von GTA. Digga, was machst du mit deinem Headset? Ich Nur gar weil nix. Es ein Loch hat, musst du nicht deinen Lubitz reinstecken. Skrafolos. Er sagt jetzt auch nichts mehr, aber er sagt ja eigentlich eh nie was. Doch, Nummer 1 Fan. Ich hab Schluck auf. Ich glaube, er hat AIDS, deswegen ist er off. Er bewegt sich auch nicht mehr. Ich bin nicht auf, mein Handy ist gerade runtergefallen. Ja, immer dieser Hass, immer wenn wir zocken, ist der Hass mit im Background, Alter. Wie geht's dir? Ohne Witz. Und da dachte ich einfach, der Display weggesprungen. Naja. Was? Oh, wie schlimm. Wo geht's denn hier lang? Es hat schon ein Jahr gehalten, muss noch länger halten. Pass auf, dass dein Akku nicht platzt, das ist ein Samsung. Digga, mir platzt auch gleich was. Meine Ader unter der Pickelhaube, ey. Pickelhaube. Der Trödeltrupp am Stissel. Immer wenn ich zock, hab ich eine Pickelhaube. Was? Hä, wie habt ihr den auf dem Dach geholt? Wollt ihr mich komplett verarschen? Digga, ich baller hier einfach durch mit meinem Galliventer. Ich hab ihn. Lol. Nee, gar nicht. Was los, Digga Arma? Was los, Digga Arma? Scheiß, hast du ihn schon? Ahnmal! Naja, Ahnmal, wie diese Leberflecken. Erklärung Muttermal von der Ahnen. Ahnmal. Hä? Das war eine lange Erklärung. Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm, man? Bist du dumm? Kann man hier über die Mülltonne scuffen? Scuffy? Schnauze, man kann alles. Nudeln kann man essen warm. Nein, kann man nicht. Kann man auch nicht. Er wollte mich Ah, Digga, das ist jetzt gerade schon wieder. Er ist gerade Digga, wo seid ihr denn noch? Ich baller hier in eins durch. Digga, wir haben. Was? Ja, Digga, ich merke das. Oh, wollt ihr mich komplett verarschen, Mann? Rimdelimdelimdelimdelimdelimdel. Hab ich ihn jetzt bekommen oder was? Carry on my wayward son. Charles, gib mal Tipp. Ach so, wir haben gesehen, unsere Viewzahlen sind herbe eingebrochen durch Schlachtfeld 1. Wollt ihr Battlefield nicht sehen oder? Was ist los mit euch? Erst habt was ist los mit euch? Was ist mit der GMDMJ-Army los, ey? Ja. Müssen wir jetzt wieder Trump sein? Ihr bezahlt Geld, wenn ihr die GMDMJ-Army haben wollt, oder? Merch kommt. Keine Ahnung. Ja. Merch. Nee, aber die Abos sind tatsächlich enorm gestiegen. Ich weiß noch, damals, als wir 10 Abos hatten. damals, als wir 10 Abos hatten. Ich habe mich so gefreut, man, so richtig gefreut. Und jetzt ist es einfach so Standard. Ich habe mir. Nein, ich sag's lieber nicht, ey. Erstmal eine Spritze Hero wieder gegönnt. Explicit Content. Ganz normaler. Ganz normaler Dienstagnachmittag. Ey, ich hab den. Ja. Hä? Erstmal nach der Arbeit wieder eine Crackpfeife reinziehen. Beste Leben. Nochmal. Kann man sich nur so hart gönnen. Ah, diese Mucke ist auch richtig lit, so, ne? Guck mal, ich kann von hier... Heller lit. YouTube Deutschland. Heller. Mois, wo muss ich denn jetzt hier lang? Nice! Heller lit wie das Wasser. Ich trinke nur Heller und den Heller Ketchup. Hermann Heller Maul von Grund auf lit. Ketchup. Hey, voll ey, Digga, dieser Spruch. Digga, der ist bester Werbespruch. Ja, nice. Heller. Von Grund auf von lit. Von Grund auf lit. Nice. Digga, beste. Digga, das können wir nicht hochladen, Mann. Nein, das ist viel zu guter Content.
Die klauen. Die klauen mein Spruch. Hella Naturell von Copyright hier. Von Grund auf Lit. Schalzes Bro ist der Anwalt hier. Wir machen was draus. Ist jetzt offiziell normal, geschützt, sage ich. Digga, das wäre der krasseste Werbespruch ever. Ich würde so feiern. Und dann einfach so diese Flasche und im Hintergrund so eine brennt, so ganz billig brennt da was. Ja. Dieses brennende Emoji einfach. Digga. Der ist richtig lit. Weißt du, dann, nee, das kommt so, man sieht so die Fackeln so ein Knistern und von der Seite kommt dann so ganz billig so ein Paintbild reingeschoben und ruckelt auch noch. Heller lit. Von Grund auf lit. Heller lit. Heller lit. Von Grund auf lit. Beste. Ah, kann man nicht oft genug sagen. Ey, Digga, so warum, gib mir doch den Streckpoint. Streckpoint, ich hab ihn. Nee, gar nicht. Streckpoint, Streckpoint. Strecksen. Das ist der Streckpoint. Strecksen. Kennt ihr damals im Mittelalter dieses Folterinstrument, dieses Streckpoint? Da wurden die Leute immer so gestreckt, weißt du? Daher kommt auch der Nickname. Strecker. Strecki. Voll Strecki-Chan. Ja, wahrscheinlich kommt der daher. Heller lit, Mois. Mois. Strecker. Wusste die Bank, Strecker. Ja, Stricher 89 ist nicht da, weil er... Keine Ahnung. Nee, ich weiß warum. Der Papst hat doch irgendwie ein paar Obdachlose eingeladen zur Audienz. Hast du das mitgebracht? Ah ja, stimmt. Die Nationalmannschaft heute da, ne? Irgendwie sowas. Hä? Oh nein! Deutschland spielt gerade gegen San Marino oder so. Echt? Hast du wieder 1000 Euro gesetzt? Unser ganzes YouTube-Money, wisst ihr, hat dieser Don Strecki einfach mal gesetzt. Die ganzen 2 Euro, die wir 3,50 Euro. Alles bei Roulette auf Rot und Schwarz hat gewonnen. Belastend. Das ist so traurig, Mann. Oh Mann, hier muss man wieder so derbe weit jumpen. Digga. Ja, Leute, so ist das, ne? Sitzt man in der Scheiße, hat Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Hast du Scheiße am Schuh. Also ich finde, Level Asian ist auch immer ganz nice. Ich habe mich immer gut unterhalten gefühlt, wenn diese GMBMJ-Boys was Neues gebracht haben. Sowieso, beste Jungs. Normal. Ich krieg das richtig Hasskampf. Man konnte doch im Stunt-Modus, wenn man das Motorrad ganz gedreht hat, sogar hochfliegen, oder? Das ging doch. Alex ist doch einmal so ins Weltraum gecruised. Das war in so einem Video, was wir nicht hochgeladen haben, weil das zu explizit war. Ja. Darf auch keiner sehen, ist zu gut. Hätte die Masse wieder angelockt. Ich piepst so dieses heller lit raus. GMDMJ bringt Mineralwasser raus, heller lit. Das ist einfach so nice, Mann. Das ist so frisch, Mann. Normal. Das ist so erfrischend und erlabend. Das ist so frisch. Frisch. Erquickend und erlabend, heller lit. Heller lit. Heller lit, das ist so frisch. Wenn ihr euch mal wieder eine Crackpipe. Das heißt ja eigentlich von Grund auf frisch oder so, ne? Ja, normal. Wenn ihr euch wieder eine Crackpipe gönnt. Das ist ein schönes, kühles Heller-Lit. Heller. Wenn ihr wieder hier saufen wart und übelst den Brand habt, einfach eine Flasche Heller, da geht's euch lit. Einfach den Brand löschen mit Heller-Lit. Eine Flasche Heller, da geht's euch lit. Den Brand löschen mit Heller-Lit, Alter. Digga. Ey, das sind die Million-Dollar-Slogans, ey. Ohne Scheiße. Nein, sowas hat nur 163 Abos. Make YouTube great traurig. Again, Heller-Lit. Digga, wo fahr ich hier eigentlich gerade lang? Ich weiß auch nicht, Mann. Irgendwie weiß ich gerade gar nicht. Wo geht's denn hier lang? Schneid, hast du schon eine Idee, was man hier machen könnte? Aber man kann also nicht absteigen, sonst würde ich die Leiter nehmen. Digga, wo ist ihr denn noch rum? War nur so ein Atompilz. Keine Ahnung. Digga, das ist ich hab alles irgendwie so. Fuck, wo bin ich? Schneid, wie bin ich hier hingekommen? Wo bist du denn? Was? Wie komm ich denn wieder frei hoch? Guck mal, wo ich bin. Hier ist eine Rampe. Ja. Warum hast du das geschafft? Sollt ihr mich verarschen, Mann. Schalz, guck mal, wo ich bin. Ich bin hier irgendwie aufs andere Haus gekommen. Und sonst so, vielleicht Leute, schreibt's mal in die Comments. Hier. Was habt ihr so am Wochenende gemacht? Oder was habt ihr vor jetzt? Was habt ihr gestern gemacht? Freitag oder Samstag, Sonntag? Ich musste Scuffy aus dem Knast hier auf Kaution freikaufen. Weil er hat wieder die Leute mit Dominosteinen beworfen. Vom letzten Jahr und die waren ultra hart. Ach, als Maul, ich hab den Checkpoint schon. Digga, oh Gott, bist du ein Opfer. Hast du, jetzt Real Talk, hast du die Oma mit Dominostein beworfen oder nicht?
Also ich hatte keine Dominosteine benutzt, sagen wir das so. Okay. Ja, ich habe die Oma irgendwas genötigt. Ins Gesicht geschmissen. Ja. Digga! Aber. Was? Aber es war. Natursekt. Genau das, was ihr denkt. Es war Natursekt. Halt's Maul. Okay. Ja, aber der Oma geht's wieder gut. Er hat, okay. Also ich war das mit den Dominosteinen, glaube ich. Ah, ja, ich habe sie gesehen, wurde instant aggressiv und dann musste ich die einfach wegwerfen. Aber wie kommt das? Die hast du geschenkt bekommen von Strecki 89. Er hatte Dominosteine geschenkt irgendwie. Er wusste, dass ich darauf nicht ab kann. Ach so, die Geschichte mit den Dominosteinen. Ja, aber Real Life Story, er hat mir wirklich mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag, weiß ich gerade. Nee, das war glaube ich zu Weihnachten. So eine scheiß Dominosteine, Digga, die sind so eklig. Ich hab einen reingebissen, ne? Und ich musste fast kotzen. Es ist wirklich so unerträglich. Ich frag mich, wie Leute sowas feiern können. Ja, wir haben jetzt Schnee draußen, Leute. ApoRed hat auch über 1 Million Abos. Digga, die Weihnachtszeit beginnt. Hat jetzt kann man wieder Christstollen essen und die ganze schönen Sachen. Christstollen. Digga. Christstollen, Alter. Rosinen und so. Einfach ich mag nein. Keine Rosinen. Einfach nice. Rosinen? Ey, ich habe eine gute Idee für ein Video. Leute, ich habe eine gute Idee für ein Video. Es ist ja bald die Weihnachtszeit und man könnte vielleicht mal so diese Top 5 oder Top 10 Videos machen. Digga, halt's Maul. Kommt ja gut an. Normal. Irgendwie so Top 10 GMDMJ Weihnachtsfood oder so, ne? Ja. Kleiner Platz 1. Gustav Gans. Gustav. Ja, war Leute, die niceste Ente. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Sagt Bescheid, ey. PlayStation 4. Vielleicht besuchen wir mal einen Fan und verteilen unser Merch. Oh, was ist denn hier los, Mann? Ja. Wie Montana Flag, Alter. GMDMJ hat keine Fans, GMDMJ hat Jünger, die vor deinem Studio explodieren. Aber nur Tal die Bahn. Digga, warum schaffe ich das denn nicht hier? Ja, endlich, ey. Oh. Auf dem Fahrrad. Unter Palmen aus Plastik, am Meer wo aus seid Benzin. Ihr eigentlich noch? Mega Zeit zu 7 Minuten Vorsprung. Das Ding ist, du bist auch viel zu schnell. Ich will mehr genießen. Ich will die Strecke richtig fühlen, weißt du? Ja. Ich bin der, ich muss hier durch. War zu schnell unterwegs. Ja, ich bin endlich dieser Rennfahrer. Auf diesem Kackdach. Ich könnte ja hier absteigen und den Schalz machen, aber. Du kannst sie nicht jetzt absteigen. Du kannst sie halt nicht absteigen, deswegen machst du es nicht. Ich hole mal Anlauf, ich habe eine gute Idee. Nein! Digga. Ich bin auf dem Dach gestorben! Ich fahr da drauf. Die Stelle. Das denkt sich dieser Karlsson vom Dach auch immer. Oh Mann, das ist. Ich bin noch gar nicht. Digga, hier geschaut. Kommt noch eine viel belastendere Stelle. Da ist ein Gittertor und da muss man immer gegenfahren und das haut einen dann immer aus der Bahn und dann kommt man nicht weiter. Digga, aus der Bahn geflogen wie damals Niki Lauda. Mama Lauda, die Mutter von. Mama Lauda ist mir zu leise. Aber ich. Oh, ich bin noch gar nicht so rein. Leute, ihr müsst wissen, ich brauch so ein bisschen Zeit, um Level Asian reinzukommen. Ne, aber irgendwie. Level Asian ist man nie drin. Entweder man lebt es oder man hasst es. Ja, ist echt so. Entweder du bist im Club und fühlst es oder du bist nur ein scheiß Mitläufer wie Tausendfüßler. Mainstream-Opfer wie ApoRed. Ja, er sperrt sich im McDonald's ein, ey. Am Nakolmsen. Oh, Digga, ich guck mir diese Videos auch nicht mehr an. Hab das ich ist gehört, einfach nur das schlecht. Das hat mir ein Vöglein gezwitschert. Am besten sind immer noch die Prank Bros. Yo Leute, ich prank heute mal wieder den Marvin. Pranken sich so Marvin. Die ganze Zeit. Was ist das denn? Was hat der denn da gemacht? Er steht original mit seinem scheiß Auto auf dem iPhone 7 von seinem Kollegen. Was ist mit meinem iPhone passiert? Digga, ich hab da drauf geparkt. Wieso sollte man mit deinem Auto auf ein Handy fahren? Das ist so schlecht. Digga, ich verdiene mit den Videos 10 iPhones, weißt du? Und das ist einfach. Ja. Ich hasse es, Mann. YouTube Deutschland ist für den Arsch. Komplett. Bis auf GMDMJ. Ja, natürlich. Ja, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt Ausnahmen wie GMDMJ, die einfach heller lit sind. Wo muss man denn hier? Mann, ich bin schon wieder da gestorben. Oh, ich bin aber im Stadion, Mois. Ich muss oben aufs Stadion. Oh, Digga. Wie damals München, 76 oder wann war das? 72. Ja. Ich erinnere mich genau. Normal, Digga. Ich sag mal so, die Welt hat sich ganz schön verändert. Und damals, als die Erde noch eine Scheibe war. War es halt nicht wie heute. Da war es einfach besser. Ist die immer noch. Was heißt du Erdkugeltheoretiker, Digga, das ist immer noch eine Scheibe. Ja.
Ich möchte Beweise sehen. Nur weil Galileo das sagt? Ja. Nur weil ProSieben das sagt? Guck aus dem Fenster. Ja, ist eine Scheibe. Ey, warum schaffe ich denn den Sprung nicht, Mann, ey? Ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwo hier runter geht, sodass es eine Kugel ist. Es ist alles gerade. Es geht runter wie geschnitten Toast. Was los, Didian? Ich sag, wie es ist, ne? Dieses Fliegen bei GTA ist auch so leichter Reinschiss irgendwie, ne? Ja. Mal fliegt er, mal nicht so. Muss jetzt aufs Stadion? Da habe ich auch ein paar Sekündchen. Ich verkacke immer auf dem Stadiondach. Ach, seid ihr beide da? Ja, normal. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie damals. Siamesische Zwillinge. Ja. Boah, Digga, was? Digga, nein, Mann. GTA ist schon echt nice. Kennt ihr die Gerüchte, dass das neue GTA oder GTA 6, was weiß ich, dann in Tokio spielen soll oder so? Bad oh Gott, Tokyo. Da hätte ich keinen Bock drauf. Nicht auch nicht. Aber besseres Gerücht. Obwohl, das wäre mehr Level Asian. Das wäre. Das wäre heller nicht. Nein. Aber es soll ja Liberty City vielleicht als DLC nachkommen. Aber kostenpflichtig. Ja. Aber das wäre mir scheißegal. Das sagt. Irgendwer hat sich das ausgedacht. Ja, das wäre halt echt nice. Ja, und dann macht das die Welle. Bitte lass träumen. Hallo, Rockstar macht nichts hier mit Geld. Die machen alles kostenlos. Ey, aber Red Dead Redemption kommt, ne? Ja. Also Teil 2. Ey, warum komme ich denn nicht auf Star? Ich hab den ersten aber gar nicht gezockt. Doch, ich hab ihn gezockt, war nice. War lit, sagst du? War heller lit. Hell. Ey, Real Talk, warum kommst du nicht? Oh Gott, Digga, man muss hier über so ein schmales Eisenrohr fahren. Ja! Bin schon dreimal da oben gewesen. Ja, ich bin jetzt auch auf dem Dach. Aber weiter bin ich nicht gekommen. Aber da muss ich jetzt irgendwie rüber. Gibt's hier irgendwo eine Öffnung, wo man hoch kann? Nein, ich bin einfach rum. Doch, hier ist doch flacher, oder? Hä? Ich bin da fast direkt reingeflogen in den Checkpoint. Also hier ist es flach, Digga. Flach wie deine Witze. Ja, versuch mal. Oh nein! Flach. Ja. Flach wie YouTube Deutschland. Flach wie Holland. Da hast du es auf. Da hat der Nagel den Kopf getroffen. Ey, ich finde das auch recht, diese Maze Bank. Wenn ich Trevor wäre. Maze Bank. Ich würde so hart das. Bin gleich im Ziel. Boah, was? Digga, was? Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Digga! Was? Halsmaul! Was ist los? Ey. Was ist los bei dir? Es wird noch so belastend. Echt? Wie viele Checkpoints sind denn das überhaupt? 45. Wo geht seid ihr? Eigentlich. Ich bin beim Stadion immer noch, ey. Hey Ernie, da kommen noch viel härtere Sachen. Ernie und Flair, ey. Ey, dieses Fliegen, das kannst du niemandem erzählen, Mann. Das ist einfach nur Reinschiss des Grauens. Digga, hier kommt noch was viel härteres mit Fliegen. Echt jetzt? Da bin ich gerade. Das ist richtig belastend. Ich war da schon so oft. Das geht nicht. Das geht nicht. Digga. Muss man da überhaupt warum so hin? Sagt das die? Ey, ihr denkt euch alle beim Zugucken bestimmt jetzt, oh, dieser Child ist so richtige Missgeburt, Alter. Aber ich was will euch mal stimmt, sehen, aber das ist einfach scheiße, Mann. Was? Wie soll das klappen? Ja, Anlauf. Digga, Child wird das Rennen hier eh nie beenden, deswegen. Digga, das hat einen guten Grund, warum wir erstmal Battlefield gezockt haben. Das raubt mir jeden Nerv. Ja, Level Asian ist einfach nur belastend. Aber damit sind wir groß geworden. Damit haben wir unsere ersten Millionen geknackt, Mann. Den Reinschiss wollen die Leute einfach sehen. Prestige Clips, 6,5 Millionen Aufrufe. Ah. Ja! Nein! Aber ich weiß jetzt nicht. Digga, was? Wie soll das klappen, Mann? Da fehlen locker 300 Meter jedes Mal. Digga, mir fehlen das geht nicht. 300 Meter. Ich schaff's. Oh Mann, das kannst du doch niemandem erzählen. Oh, jetzt! Digga, aber wenn man selbst auf die Brücke kommt, da kommt man ja nicht an den Zug. Erzähl mal, was ist denn bei dir los, ey? Digga, hier ist so eine mystische Rampe und du musst auf diese Golden AIDS Bridge darauf. Okay.
Und das sind original 2 Kilometer, die du da fliegen musst. Ich bin noch nicht mal allein annähernd an den Checkpoint gekommen. Wie weit gekommen. Du fliegst? Ja, yeah, direkt drauf! Du musst das Motorrad ganz drehen, dann fliegst du richtig weit. Hast du das mit einem kompletten Looping gemacht, oder was? Ja, mit einem Looping. Echt jetzt? Ja, ich habe richtig weit Anlauf genommen. Du musst noch ein bisschen mehr Anlauf haben. Leck mich am Arsch. WTF? Wie mystisch hoch bin ich gerade geflogen? Ey, bei Stunt ist das so komisch. Das ist richtig komisch, Mann. Aber dieses neue GTA-DLC, ich habe schon Gameplay gesehen. Ich meine, das ist draußen, dieses mit Tron. Wahrscheinlich hast du schon Gameplay gesehen. Ja, Real Talk. Das war nur ein Trailer, ne? Nee, Ernie? Ich habe Gameplay gesehen. Das letzte GTA-Update kam erst am 5.10., Alter. Ja, das kann doch gar nicht draußen sein. Gesehen, Mann. Irgendwas mit Tron oder so. Ja, das war das ein Trailer. Nein, da hat einer gezockt, ich schwör's dir. Ja, dann war das hier von GTA. Von was GTA, weiß ich, irgendwelche Larrys, die die eingeladen haben. Hast du es jetzt mal geschafft aufs Stadion? Ja, ich bin schon gleich. Weiter. Ich glaube, ich kann das von hier so. Scheiße, ich will dir keinen Druck machen, aber du musst es schaffen, weil es das Video ist. Digga, als Maul, ich krieg einen DNF, ey. Ja, geil. Nee, krieg ich nicht. Jetzt! Ich schaffe es. Ja, musst du. Zieh durch. Ja, beim nächsten scheißt ihr wieder rein und dann bin ich wieder gut am Start. Ich scheiß dir durchgehend rein, aber das hier geht auch nicht. Es ist ein Hin und Her wie Wankelmotor. Ey, ohne Witz. Was denn? Aber manchmal fliegt man hier auch unendlich lange, ne? Wenn man so eine bestimmte Position hat. Das ist so scheiße, Mann. Community-Bindung. Erzählt was, fragt die Fans. Frag du doch die Fans. Die Fans wollen immer was von dir. Ich hab euch die letzte Spritze gegeben. Keine Ahnung, was soll ich sagen? Gestern Nacht. Gestern? Wie war die Schule? Scheiße wie immer? Ja. Smileys Pizzadienst. So, jetzt hab ich's gesagt, jetzt kann ich meine 50.000 verlangen. Heller Lit. So. Ey, was? Wie ich hier lang fliege? Okay, hier ist eine Rampe. Das ey, im Stuntmodus ist das so mystisch. Warum hast du auch nicht GTA angemacht, Mann? Da hätte man schön klettern können. Geht bei dem nicht, oder? Das kannst du nicht im Stuntrennen machen. Der möchte doch einfach nur laufen. GTA 5, mein Leben bestimmt. Immer weiter, weiter und weiter. Ich zocke und zocke immer weiter. Von GTA 5, mein Leben bestimmt. Zocke immer Los Santos. Scheiße, ich hab 12 Minuten Vorsprung auf dich. Ja. Du kriegst auch noch richtig die Route. Du wirst sehen, wer dir Nikolaus in den Stiefel kackt, Alter. Kackt das wollte ich doch. Das passiert doch bei Scuffy. Strich 89 wollte ich noch in Karten kacken. Der wollte kacken. In Karten kacken. Ohne Witz, der Junge hat mir gedroht, dass er mir in den Garten kackt. Was stimmt mit dem Jungen nicht? Digga, das war der Gewinner-Livestream. Der wollte ernsthaft hier rüberkommen. Ich würde es so an feiern, wenn einfach so ein Haufen Kacke im Garten liegt. Du musst dir mal einfach vorstellen, du stehst morgens auf, menschlichen Ursprungs, Digga, was? Du guckst raus und dann siehst du da so ein Haufen etwas liegen. Immer diese Obdachlosen am Lackholm. Ja, das ist schlimm. Digga, diese Stelle hier ist so belastend. Ich will mal Charles hier sehen. Habt ihr es immer noch nicht auf dieses Stadion geschafft? Ja, ich natürlich. Hab das schon lange geschafft. Mois, ich hab dich gleich eingeholt und ich kack dir in deinen Nikolausstiefel. Ich bin hier gerade bei dieser komischen Röhre, wo du mal sagtest. Hast du immer noch diese roten Stiefel an? Ja, ne? Ich hau dir den Spaten rein, Mois. Oh nein, bitte nicht, Mois. Oh nein, bitte nicht, Mois. Das ist so behindert. Oh, bitte nicht, Mois, tu's nicht. Mois, kannst dich nicht verstecken, wir sind hier im Obi-Markt, Digga. Ich finde dich überall. Digga, Platzer, ne? Du kannst dich nicht verstecken. Wir sind hier in Obi. Du kannst dich Obi, nicht Obi, verstecken. Obi, 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 Obi-Hörnchen. War das nicht einer bei Sons of Anarchy? Obi-Hörnchen. Ja, dieses Obi-Hörnchen, auf jeden Fall, Mann. Ich höre nein, bitte nicht, Mois. Ich höre hier gerade Welcome to the Danger Zone, ne? Das war doch die Trump seine. Wie soll man an diesen AIDS-Point kommen? Ich kann nicht riechen, Mois. Ich kann deine Fotze riechen. Digga, du riechst auch was. Wenn Nikolaus kommt, Alter, kannst du dir sicher sein.
Was? Nee, aber jetzt ein anderes Thema. Diese, wie heißen diese Kekse noch? Diese, nicht Lebkuchenkekse? Mann, wie heißen die? Ich kaufe mir die nie, weil die nicht schmecken. Sind Sterne? Nein, das sind so Kekse, so längliche. Was wie heißen Kekse? Die? Die gibt's zu Weihnachten, Mann. Oh nein, bitte nicht, Mois. Wie heißen Kekse die? Kekse zu Weihnachten. Dunkel, was ist da drauf? Aber auch hell. Das sind einfach Kekse, Alter. Spekulatius? Ja, genau. Genau. Hey, Spekulatius feiere ich. Nee. Das ist auch heller Lit, ohne Witz. Digga, wo fahre ich lang, ey? Ich kann gar nicht mehr denken von hier heller Lit, Spekulatius, Mann. Das macht mich matschig im Kopf. Boah, Digga, Mois, bitte nicht. Was ist los, Digga, an? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt AIDS heutzutage. Heller Lit. Seid ihr bei diesem einen Checkpoint? Auf C. Okay, hab ihn. Warum trägt mein Typ eigentlich einen Motorradhelm, ey? Ich finde das gar nicht so armbar. Es geht nur um Style. Style und Swag. Hab meinen erstmal abgesetzt, weil Risiko. Ja, ist echt so. Ja, in den USA ist keine Helmpflicht, deswegen YOLO. Ist so. Trump für die Helmpflicht. Ey, wen will dieser aus, Checkpoint ey. Hier eigentlich ficken? Viele sagen ja, Napoleon war klein. Aber bedenkt man die Zeit, in der er gelebt hat, war durchschnittlich groß, weil die Menschen damals auch kleiner waren. Denkt mal drüber nach. Also wer sagt drüber nach? Ja, Napoleon war nicht klein, er war eher so durchschnittlich groß. Napoleon born to party? Und darum ergibt dieses Sprichwort, das Napoleon-Syndrom, auch keinen Sinn. Sprichwort. Denkt mal drüber nach. Genauso wie das Sprichwort Rabeneltern. Raben sind sehr gute Eltern, passen sehr gut auf ihre Kinder aus. Da hat verdammt nochmal recht, ey. Wie kann man sagen, er hat ein Napoleon-Syndrom? LOL! Also ist er durchschnittlich. Was? Wie fliegst du knapp an dem Checkpoint vorbei, ey? Oh nein, bitte nicht, Mäus! Ich fahr so die Scheiße zusammen, Digga. Wie viele Checkpoints Dicker, haben wir? Digga, diese Röhre, wie kann man da irgendwer darauf war fahren? Doch hier gerade bei mir. Ja, ich bin wie das. Wie kann man auf dieser Röhre fahren? Ich hol dich auch noch ein, Digga. Ja, einholen wirst du mich auch, wenn man hier einfach nicht weiterkommt. Ja, Tyron kann ja nicht weiter, Alter. Nee, das Geil, ist das bin ich. Ja, ich hab mich schon nicht hin. Mann, ich hab mich schon gefreut. Ey, dieser Vibe, er wird immer weniger. Er wird so hart gefickt von diesem Game. Das. Was ist euer Elton John-Moment, Alter? Ja, der Moment, wo man aufwacht und schwul ist. Mein George Michael-Moment war der, wo er da. Ja! Schnauze! Hä, ja, das ist doch easy, Wigger. Das ist nicht easy, komm mal hier rauf. Easy peasy, Digga. Life da mit dieser AIDS-Röhre da raufkommen, ja. Auf diesem AIDS-Ding, wo so ein Strich in der Mitte ist, auf so einem Kreis. Ich sitze in meinem Schaukelstuhl und spiele meinen Band. Nicht das. Oh Mann, ey. Was, schreibt's in die Comments, spielt ihr ein Musikinstrument? Ja. Ja, oh, jetzt ist jemand erster. Ich hab dich eingeholt. Ja, toll, guck mal, wo du hin musst. Was okay. Macht ihr da, ey? Ich muss was glaubst du, warum ich hier schon seit einer Viertelstunde rumaize? Es ist so unmöglich, Alter. Es ist so unmöglich. Wie seid ihr auf die Röhre gekommen, Leute? Mit Lack oder was? Ja, das mit ohne flackerndem Witz, das Licht. War halt echt Lack. Scheiße. Ey, es ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Da brauchst du Luck des Luck of the Universe. Echt? Das Luck of the Universe. Man kommt noch nicht mal so auf die Brücke. Ist das Chromlack? Ich war da schon mal 2 Meter dran vorbeigeflogen, ne? Jetzt wieder. Ey, Digga, wie klein auch dieser Checkpoint ist, ne? Du fliegst da so präzise, perfekte Höhe und bist 2 Meter daneben. Juck sie nicht, du kriegst sie nicht. Warum packe ich das denn nicht, ey? Kann ich mir den snitchen von hier oder was? Leute, ich finde das. Mir brennt schon der Kopf, ey. Mir brennt der Kopf wie Niki Lauda. So ganz ja. Trocken. Nein! Getroffen. Ich bin hinter drüber geflogen! Weißt du, wie oft ich da schon rüber geflogen bin? Digga, das tut doch weh, wenn du da so dran vorbeifliegst. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Du musst so viel Lack haben, dass du da perfekt drauf fliegst. Ey, ich finde dieses Ding an der Röhre, weißt du? Richtiger Super Mario-Shit hier.
Es ist so mystisch, Alter. Ich feier das nicht, Mann. Es hat nee, es Grund, wurde warum auch erstmal kein Level Agent kam, Mann, weil es einfach reinschiss des Counts ist. Jedes Mal sterben aber die Leute wollen es sehen, deswegen. Oh, ich jetzt fliegt man wieder zu weit nach links. Wieso driftet dieser Huren so nach links mit seinem Moped? Weniger Hass, mehr Freude, Mäus. Mehr Hass, Hass hilft. Ja. Was macht Scruffy da? Digga, das, warum ja, ist das so? Wo willst du hin? Zu den Sternen hinauf und noch weiter. So sieht's aus. Das hat auch Buzz Aldrin gesagt, ne? Der Typ von Toy Story. Ja, Ähnlichkeit ist vorhanden auf jeden Fall. Digga, das hat auch dieser... Oh, was? Wo komme ich hin? Was? Halt's mal, was ist das? Ich hab ihn. Wahrscheinlich. Nein, wieder ein Meter daneben! Ja, Digga, das ist... Ich will da auch hin, Mann. Ich scheiß hier so hart rein. Es ist so, ich seh's schon kommen. Charles kommt und machst hier First Try. Ja, mach ich auch. Aber ich pack das hier nicht an der Röhre. Das ist einfach nur Millimeter. Ich bin hier, glaube ich, schon seit. Nee, ich bin hier schon seit 15 Minuten. Echt jetzt? Ja. Digga, das ist das Härteste, was ich jemals im Level Asian gesehen hab. Schnell machen oder habt ihr es taktiert langsam gemacht? Wow, ich bin auf der Brücke. Schieß. Ja, toll. War ich auch das schon. Das bringt dir da nichts. Nein. Digga, das ist so scheiße, das kann man nicht machen. Ich hab auch schon da alles ausprobiert mit gegen die Dinger gegenfahren, du fliegst niemals so hoch. Sag, das wollte ich gerade ausprobieren. Wie habt ihr das bei der Röhre gemacht, Mann? Schnell oder langsam? Digga, auf die Röhre langsam rauf und dann schnell rüber. Ja. Scuffy, du brauchst es nicht probieren. Wo? Es war ein Versuch wert, sagen wir das so. Ich kann so... Weißt du, das ist einfach... Mann! Ey, 30 Minuten. Es ist auch so mystisch, wenn man fliegt, ne? Manchmal fliegt man so mega weit, ja, dann wieder nicht so. Und manchmal auf richtig abnormal hoch. Scheiße. Was ist los, Digga? 22 Millionen Klicks was auf YouTube. Jetzt. Digga, ich bin drüber weg. Mann, Alter. Ja. Es ist so behindert. Es ist so behindert. Nein, das ist einfach... Das und eben dachte ich so, ich nice, es. Ich hab Windschatten gesnitcht. Digga, ich muss mich jetzt dann so hart auf einmal konzentrieren. Nö. Wisst ihr, ich sitze hier in so einem Stresslässel und bin so hart am Entspannen, aber das geht hier nicht. Ich schwitz gerade beim Zocken, Alter. Ja, das ist Real Talk. Deine Mutter schwitzt beim Zocken. Das ist anstrengend, Mann. Das ist Arbeit, alles für euch. Es ist Sport, es ist ja Sport, ne? E-Sport. Ist es. In Japan ist das ein richtiger Job, Mann. Normal. Fernsehübertragung. Digga, diese League of Legends Leute, ne? Die machen da so viel Para. Ich mache Millionen. Digga, 100 Euro ist ge... Ich schaffe es. Oh, endlich. Ja, das kannst du auch niemand erzählen. Ey, Leute, wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, 33. Hashtag 33. Ihr seid 33. True Fans. Das hier ist Tag des Grauens. Hashtag 33. Und ja, ich guck mir die Kommentare an, ich lese mir das durch, ich bin der Admin. Wir sind alle Admin. Das ist da oben auf der Brücke, ne? Ja. Oh, seid ihr da jetzt? Los. Auf der Brücke wäre ja kein Problem. Aber das ist ja noch ein Stück über der Brücke. Digga. Es sieht eigentlich gar nicht so hart aus. Nee, gar nicht. Ah, die fliegen wieder gut. Ey, seid ihr da alle zwei jetzt, oder was? Digga, ich drifte auch immer so weit nach links. Wieso? So, Leute. Ich war lange hinten. Doch jetzt, Freunde, jetzt werde ich das Feld von hinten aufräumen. Ey. Nein! Wobei, von wie weit ich fliege? Ich hab ihn! Du. Echt jetzt? Ihr Wichser, fickt euch. Tschüss. Du Schwein, Mann. Wie hast du Digga, es war so einfach. Ich gebe euch einen Tipp. Da, ja, wo ihr spawnt, einfach geradeaus, nichts lenken, Wheelie fahren, hoch und die ganze Zeit noch und dann sich dann so über Kopf halten. Ich bin perfekt reingeflogen. Ach, du drehst dich da automatisch hin, weil du immer ja so... Ach, halt's Maul. Ich hab immer dahin... Das hab ich dann auch irgendwann geahnt. Weil die Rampe so gebaut ist, oder was?
Ja, keine Ahnung. Ich hab die ganze Zeit bin ich immer nach links geflogen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, wieso fliege ich immer nach links? Und habe ich es einmal probiert, so direkt geradeaus. Ja. Und ich habe es perfekt sofort geschafft. Scheiße, Digga. Du hast ohne Lenken einfach so gefahren, oder was? Und dann halt den Ja, Dings da wo gemacht. Ich gespawnt bin, los. Ohne. Und dann den Flight Mode. Ohne Heckmeck einfach geflogen. Also okay. Über Kopf, dass man auch fliegt, ne? Ja, aber ich finde dieses Logisch. Über Kopf fliegen, Alter. Aber bitte sag mir jetzt nicht, es wird noch mehr Hass. Es ist noch mehr Hass. Ey, warum flieg ich nicht? Jetzt geht's hier wieder die AIDS-Brücke hoch. Ich muss dieses Fliegen echt üben, Leute. Hast du's? Batten. Scuffy, hast du das? Oh, nein. Was? Man muss hier wieder diese AIDS-Brücke langfahren. Scuff, hast du das bei der Brücke geschafft, oder was? Nein, hab ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich hab's original first try. Aber er hat recht. Aber ich finde, dieses Fliegen ist so beschissen, Mann. Ja, ist es auch. Ich ahne das auch immer nicht, weißt du? Du machst einmal. Du musst ja so schwenken, so nach vorne und hinten, um hochzukommen. Oder. Ja. Ich weiß es nicht. Fast auf der Brücke. Digga, ich komme jetzt nicht mehr auf der AIDS-Brücke weiter hin. Ich finde das richtig schlimm. Ja, deswegen tell mal irgendwie ein paar Storys. Ich zieh zu viel nach links. Doch. Ich kann es schaffen. Zieh doch hoch, Junge. Warum fliegt die Scheiße nicht? Habt ihr das gesehen, Leute? Das war einfach nice. Das bringt alles nichts hier. Ja, das ist gerade der richtige Hass hier. Ist echt so, Scuff. Ich merke es schon in der Magengegend. Was? Boah, Digga, Luck of the Universe. Warum? Du lässt den Stick kurz los und er dreht sich komplett wieder nach vorne, Alter. War da zu stark? Du darfst ihn ja auch nicht loslassen. Ja. Wenn du ihn loslässt, dreht er sich sofort hin. Ja, aber du kannst, weil er sich dann zu stark nach hinten dreht, so. Ich glaube, ich schaff's jetzt. Oh, ey, wollt ihr mir nicht gönnen, ne? Das war perfekt, aber ein Stück weiter rechts. Aber ich rufe mich ein. Wo ist denn der jetzt? Ich glaube, ich schaff das. Don't tell him. Hä, WTF, wo ist der Checkpoint? Ich krieg so Hirnfrost. Hä? Was los, Digga? Mann, wir sind doch gleich durch hier auch. Ich hab Checkpoint 43 von 45. Ja. Ey, du hast da, wo du spawnst, bist nicht eingelenkt, du bist einfach hochgefahren, sagst du. Nein, einfach da instant geradeaus durch, hochgepaced. Und halt auch schon im Fahren Wheelie, ne? Oh mein Gott, ja. Ich bin auf dieser Brücke. Und nicht so richtig auf der Brücke, sondern bei diesen Haltern. Ja, und? Nee, in der Halterung drin. Das ja, bringt dir nichts. Aber bin ich reingeflogen, ist lit? Nein. Doch. Ey, dieses. Du musst da so Luck haben. Das ist ein reines Luck-Ding. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich hab dafür 15 Minuten gebraucht, ey. Ja. Ein bisschen Erdbeerkäse und dann. Was für ein Erdbeerkäse, Mann? Weiß ich auch nicht. Flieg doch hoch! Warum fliegt die Scheiße nicht? Yo, Prestige-Clips, der war lit, ne? Was? Wo ist dieser AIDS-Point? Ey, was? Halt deine Fresse. Was denn? Ist das so Digga, hart? Wie hart ist das denn? Wie viel Prozent hatte die Asian-Map denn? 40 oder so. 30? Keine Ahnung. 29? Echt? Das ist ja eigentlich 90. Noch human. Ich fliege jetzt zu weit nach rechts. Aber das ist gut. Das übt. Mit dem Fliegen übt das. Ja. Früh übt sich, wa? Ja, Digga, diese Brücke ist so belastend, Mann. Musst hier mal wieder auf diese Träger und du stirbst da jedes Mal. Ah, das kenne ich. Das sind wir doch mal gefahren. War das Green Gate, Bitch? War das das? Ja, wo du gesnitcht hast, ey. Nein. Enemy at the Gates. Nee, das war Green Gate, Bitch. Alter. Enemy at the Gates? AIDS war ja, das anders. War ein anderer Hit. Ja. Wo ich Alex mal gekillt hat. Schaut's mal. Yeah!
Endlich, direkt hast rein, ich hab ihn. Ja. Tja, Schalze, das war's. Ey. Dein Leben ist beendet. Mein Leben ist beendet, ey. Oh, Digga, es ist so behindert auf dieser Brücke. Ich versuche nochmal Anlauf, Freunde. Das könnte noch was... Oh, Mann, da kommt man einfach nicht rauf. Ey. Wäre ich nicht so erschöpft, weißt du, dann würde mich das richtig ärgern jetzt. Ich bin zu faul, mich zu ärgern. Ja. Genau. Das beste so. Leben. Mann, was ist das, ey? Guckt euch das an hier. Was los, die Pace-Hure? Ja. Die Pace-Hure. Und sonst? Was geht am Wochenende? Ja, läuft. Ja, Geschäfte. Läuft. Wat mut, ne? Ich schaffe es! Ernie? Ich hab's geschafft! Oh, ja? Alter, ja, Mann, oh. Ja! Ey, wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid, Hashtag 40, dann weiß ich eure treue Kundschaft zu schätzen. Wir machen das ja auch nur für die treuen Fans. Wir haben nur treue Fans. Es gibt halt echt nur treue Fans. Oh, Digga, den hab ich auch mitbekommen. Freunde, ich bin gleich im Ziel. Was? Digga, was? Wo ist das Ziel? Ich hab den Checkpoint auch bekommen. Halt's Maul! Nee, du machst das nicht so gleich First Try. Digga, was ist los? Okay, ist doch nicht so hart, aber es sieht halt hart aus. Scuffalus the First. Du bist auch hier, ne? Warum Scuffalus the First? Ich bin neben dir, genau. Du bist der Erste, Mann. He's your first aid. The First. How deep is your love? Scuff, warum fährst God du so langsam? God save the Queen. Weil my American dream. There is plenty of gold. Unter Palmen aus Plastik. Am Meer aus Benzin. Unter Tannen aus Plastik. Die Weihnachtsversion. Scuffalus, du fährst viel zu langsam. Oh! Digga, was ist los, Digga? Digga, was? Oh, Digga, was? Muss man hier runter? Digga, das überlebt man nicht, oder? Lid wie gesagt, des Grauens. Nein, muss man nicht. Ich weiß es nicht. Ah, scheiße. Ja, du hast recht. Scuffalus the First. You got right, man. Hast du es überhaupt geahnt? Du musst wieder zurück, glaube ich. Ja, ich weiß, aber ich komme da nicht hoch. Deswegen falle ich einfach runter. Oder? Nee, man kann doch unten... Nein, kannst du nicht. Leck mich am Arsch. Ja. Ja, das Ziel ist auch so belastend, Mann. Mois! Versperrst du wieder den ganzen Weg hier, ne? Bin mal ganz kurz weg. Tja, da haut er ab, weil er denkt, er ist Erster. Ja, er denkt, er kann sich das hier leisten, so den Vorsprung, aber... Na. Ich mache aber einen hier auf langsam. Ja. Weil ich habe schon gehört, das hier ist Kacke. Ja, es ist auch völlig legit, ist das. Das ist alles okay. Charles, mach nicht schnell. Sonst nee, ich versuche erstmal überhaupt hier raufzukommen. Aber ich bin bist so du am, nicht oben? Naja, ich bin so am Rhein scheißen, Mann. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das ist eine ganz, ganz... Ich bin jetzt erst unten angekommen und fahre jetzt gerade wieder hoch. Das ist so eine mystische Level Asian. Das kannst du auch niemandem zeigen, ey. Nee, ist halt echt... Das ist so ein typisches Bonusmaterial, was sich die Fans mal wieder wünschen. Ja, ist echt so. Ja. Dieser neue Modus, ne? Wer denn? Den ist ja jetzt die MWG Tron oder so. Ja, mit diesem Motorrad. Lass den mal teasen. Da habe ich echt Bock drauf. Den bringen wir auf jeden Fall. Moin, James. Gerne mal ein Video machen. Da habe ich auch Bock drauf. Ja. Weil ich meine, ich habe da sogar was gesehen. Moin. Ich bin wieder da übrigens. Was habt ihr gerade getalkt? Neuer Modus. Alter. Digga! Wie kommst du da hin? Hast du den Weg? Er wollte mich komplett verarschen. Bin ich gerade in die falsche Richtung gefahren, oder was? Digga, das Ziel ist so behindert. Digga, was? Hä? Bin ich falsch? Ich bin doch richtig gefahren. Das Ziel, ist Erster? Wollte mich komplett verarschen? Ja, das Ziel ist so behindert, ich schwöre euch. Hey, scheiße. Der Ziel. Das ist mein Erster geworden, ey. Nein, ist er nicht. Wir kämpfen gerade. Ja, gut. Ja, kommt eh keiner hin. Die Rampe ist so behindert gebaut.
Ich finde das. Digga, Mann. Du fliegst jetzt eh rein, ne? Ja, nee, Homie verkackt. Chalzo ist gerade auch ein bisschen am Reinscheißen. Homie? Ist real so. Homie, Gangmitglied, was geht ab? Ey, Mann, das ist. Warum ist das so? Kann mir das mal einer erklären? Ey, diese Rampe, sie scheißt einfach so rein. Das ist so provokant, Mann. Okay, einmal noch. Dann mach ich's jetzt. Mann, ich kann auch nicht nachdenken. Ich werde hier nur abgelenkt, ey. Fick dich, ey. Scruffy gewinnt jetzt so unverdient. Weil ich eben noch 5 Minuten hier weg war. Ja, du hattest Zeit genug. Warum komm ich denn da nicht hoch, Mann? Er ist schon wieder leise. Er schafft es. Ja. Scheiße. Leute, das ist wieder ein richtig drückendes Level Asian. Das drückt richtig Boah. Rein, Mann. Es drückt gerade hier echt. Es drückt so richtig den Daumen ins Auge. Es ist so ein Surways Reinschiss. Ey, guckt euch das an, ey. Macht er auch jetzt instant wie ich. Ja, das ist so kacke, wenn du da noch Anlauf nehmen musst. Ja. Ey, man fliegt so kacke auf dieser Rampe. Die ist so apes gebaut, dass man nur hochfliegt und nicht weit. Gut, dann nicht. Jetzt ey, warum? Warum? Das sah aber gut aus bei dir gerade. Hm, total. Okay, was ist denn da bei euch? Müsst ihr da fliegen oder? Ja. Und die Rampe, man müsste so weit fliegen, aber die Rampe ist so gebaut, dass man nur hochfliegt. Belastend. Ich hab ihn! Was? Ich bin durchs Gelbe durchgeflogen, das kannst du mir nicht erzählen. Mein Charakter ist durch das Gelbe durch. Hast du ihn nicht bekommen? Nein. Nein, hat er nicht. Ich bin da original durchgeflogen. Das geschieht dir recht. Jetzt komm ich nämlich ran, ich schaff das nämlich. Ich fahr ganz langsam, ich hab keinen Bock auf Stress. Wieder nicht bekommen! Ist das ein Bug oder was? Das ist meine Chance, Freunde. Wenn ihr jetzt noch dran geblieben seid. Ey, Digga, seid, ne? Wenn jetzt Scruffy gewinnt, ne? Ich fress einen Besen. Mit Videobeweis. True Fans. Er fliegt jetzt rein. Nein, schau ihn nicht. Alter. Schau ihn nicht. Digga, ich bin da durchgeflogen, Mann. Ihr denkt, man kann hier an der Mir Seite nicht rausfliegen, aber doch, das geht. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, Mann. Jetzt langsam eindrehen. Oh Gott. Okay, ja, Leute, Mann. Schalzo greift so an. Los, Digga, Hammer. Stricher 89. Stricher 89 ist. Hä, wo ist denn der Checkpoint? Ja? Ist der unter der Brücke? Oh, Charles, du musst über das linke Seil da runterfahren. Oh, ich bin so dreckig. Das Seil, wo du drauf. Da musst du runterfahren. Hab ich nicht gemacht, mach ich. Da drauf. Wo flieg ich hin? Scruffy darf man nicht. Digga, wer ist wieder am Handy? Na. Wer ist wieder am Piepen, ey? Oh, der Mechaniker will wieder $150 haben, ey. Das ist mir alles zu teuer. Digga! Seitdem Trump an der Macht ist, weißt du, ist alles zu teuer. Du fährst geworden. Aufs Falsche zu. Charles. Das ist doch. Ja, Mann, ey. Du musst auf die andere Seite, du musst umdrehen. Guckst du mir zu gerade, oder was? Ja. Bist du im Ziel schon? Ja, das ja. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Scheiße. 12 Minuten hast du noch. Ganz entspannt, Mann. Ja, was? Es ist so behindert, da hochzukommen. Aber du musst eigentlich nur hochkommen, dann ist easy. Dann ist es auch easy. Mhm. Also musst du nur ein bisschen vorsichtig dann fahren. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Oh. Oh. Ah, ah, ah. Ey, das kannst du doch niemandem erzählen, ey. Knapp geschafft, auch tot, ey. Jetzt. Guck mir mal ein bisschen zu. Ja, jetzt fahr etwas vorsichtiger, ne? Du musst da gleich über das ganz dünne Seil unten noch rüberfahren. Ja. Ich lass mich treiben vom Flow. Cashflow. Ja, normal. Kommt alle zur Cashflow-Tour. Und jetzt hier gleich vorsichtig. Hier rüber und jetzt auf diesem schmalen Grün. Ja, sieht gut aus. Nicht reinscheißen. Dann auf das. Oh, auf das Grau rauf. Digga, ich muss. Oh, Digga!
Du bist so dumm. Wie soll ich denn aufs Graue rauf? So ich muss da schnell sein, du Schwein. Einfach mit dem Wheelie rauffahren. Nur einen kleinen. Du musst nicht mal springen. Oh, Digga, du bist so behindert. Es ist so rein Schiss des Grauens, Junge. Für die Fans. Was macht Scruffy eigentlich? Versucht er noch ans Ziel zu kommen? Ja, ich hab keinen Bock, so Anlauf zu nehmen. Deswegen versuche ich es jetzt immer direkt. Alter, ist das schlimm, Junge. Hä, aber wie willst du denn da unten hochkommen? Das ist doch viel zu hoch gewesen. Da brauchst du doch Speed. Nein, einfach einen leichten Wheelie. Nein, da brauchst du kein Speed. Echt? So runterfahren und ganz leichten Wheelie, sagst du? Ja, ich hab's so gemacht. Jetzt. Oh. Digga, was jetzt? Digga, gar nichts. Okay, jetzt. Ich hab das Gefühl, wenn ich den Reifen aufwärme, dann geht's besser. Guck. Ja. Digga, ich... Jetzt schießt du da geradeaus runter. Full Speed. Nicht so schnell. Boah, was? Ich bin durch ein Gelb durch, safe. Okay, jetzt, ey, guck mir mal zu, bitte. Und gib mal Tipps. Ja, jetzt fahr da einfach runter und dann mit einem leichten Wheelie da unten. Ich hab's First Try geschafft, ohne Anweisung. Oha, Digga. Oh, Digga. Oha. Jetzt fahr locker durch. Fahr locker durch in den leichten Wheelie. So, das reicht vom Tempo? Ja, vielleicht ein bisschen schneller und einen leichten Wheelie. Boah, wow, Digga! Das war richtig riskant, wenn du Digga, da noch rüber gekachelt wärst. Am Limit, ey. Am Limit, nur für euch. Perfekte Unterhaltung. So, wo ist der letzte jetzt? Komm dir durch. Was machst du? Nein! Dreh um! Digga, was ist das für ein Scheiß, Mann? Du musst da gleich fliegen. Fast Graffy hinterher, links. Ja. Scruffalus the Third. Ich muss ihn noch überholen, das geht sonst nicht anders. Jetzt instant ins Ziel, das wär's. Ah, das viel zu wenig. Wunschdenken, ey. GMDMJ, alles ist möglich. Aber Scruffy will ich noch überholen, ey. Ja, ja. Ah. Ich ertränk mich gleich in der Elbe, ey. Real Rap. Und sonst so, Wochenende Laternenumzug, seid ihr dabei? Ey, warum schwenkt der denn so ein? Ist doch hier gerade November. November. Keine Ahnung, St. Martinstag. Ja, diesen einen so. Tag am Rummelplatz war. Am Rummelplatz. Warum schwenkt der da so ein? Wer ist dieser St. Martin? Ich weiß es nicht. Schieß. Das scheint, Weil diese Rampe halt so kacke ist. Guck Digga, mal. Du fährst doch auch voll falsch. Du fährst da links über die Ampel, du schießt nach links. Wie willst du denn da rechts ins Ziel? Ja, wie willst du denn die sonst nehmen, Mann? Legit, geradeaus hoch jetzt. Die musst du so nehmen. Ich hab's so geschafft. Ja, komm ich da noch ran, Weißt du, wie ich sie nehme? Ich nehme sie von hinten. Von hinten her. Ja, von hier. Das ist jetzt hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, guck mal, zum Abschluss so nehme ich das jetzt. Guck mal, ist doch viel geiler. Ja, jetzt lit rein. Oh, nach links. Ja, jetzt fliege ich einfach mal durch die halbe Stadt. Bisschen LS von oben. Ey, aber von rechts ist es besser. Es geht besser, glaube ich. Hier so, weißt du? Ich nehme einfach Anlauf von hier, ey, scheiße. Na, wo will ich hin? Ey, eine Stunde Level Asian, ne? Man dachte sich ganz entspannt, man kann ja wieder GTA mal wieder anschmeißen. Level Asian ist nicht entspannt. Das ganz ist entspannt. Nie entspannt. Nach ist Battlefield nie entspannt. Mal eine Runde GTA mal wieder und was ist? Rein Schiss des Grauens. Ey, was ist das? Die Rampe ist doch nicht gerade, das kann mir doch keiner erzählen. Was piept Deutschland so? 5-0. Gerade just in diesem Moment. Ja, das ist geil. Toll. Geh nice. Juckt nicht. Also, Kinderspiele sind scheiße. Digga, wie viel Anlauf nehmt ihr denn? Seid ihr geistig umnachtet? Boah. Ich bin vom Spawn. Oh Gott, bist du ein Opfer. Ich bin vom Spawn los und instant da rein. Ich hab nicht diesen Anlauf hier genommen. Nein, den brauchst du auch nicht. Nee, so wie Scruffy hab ich's gemacht. So. Schalte, du fährst doch auch nach links und ziehst dann voll nach links. Hab ich nicht. Das ist. Ich hab's doch gesehen. Die Rampe hat eine Schräglage. Daran wird's liegen. Guck mal, wenn ich hier so rauf fahre. Ja, die hat eine Schräglage. Real Talk.
Jetzt du? Kommst du aber rein ins Ziel, oder? Nee, knapp. Oh. Die Rampe hat eine Schräglage. Das sind diese scheiß Stuntteile. Die sind alle nicht gut programmiert, ich sag dir das. Guck dir's an. Ja, wo will ich hin? Ja, Digga, du bist nach 2 Minuten wieder. 2 Minuten wieder runtergefahren. Ey, wenn das Ding vorbei ist, ne, ich mach 3 Kreuze in meinem Kalender, ey. Wir fahren solche Strecken in real life. Ja, jetzt ja, aber. Komm, jetzt. Schalz ist drin, oder? Ich bin drin, oder? Ja. Ja, oh Leute. Endlich. Ey, wenn ihr bis zum Ende. Wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, ne? Schreibt in die Kommentare Scruffy the First. Alter. Haut rein, Leute. Gebt ein Like, gebt ein Abo. Lass uns Scuff noch mal kurz. Ja, jetzt hat er ihn verkackt. Tot. Oh Gott, Alter. Das war wieder so ein Ding, Leute. Das hat so reingedrückt. Na ja, gut. 3, 2, 1. Alles klar. Tschüss. Schaut nächstes Mal rein. Vielleicht bringen wir GTA. Vielleicht bringen wir aber auch Snake. Vielleicht bringen wir Tetris auf den Gameboy. Man weiß es nicht. Könnte man mal bringen. Tetris. Alles klar. Viva la Revolution. Bald 200 Abos. GMDMJ Army. Tschüss. Ciao. Tschüss.